So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension dieses Baby-Kuschelbuches von Ravensburger. Ich bin seit kurzer Zeit stolzer Onkel. Der Kleine ist wirklich herzallerliebst, ein Frühchen. Hat jetzt gerade Geburtstermin, ist aber schon 2 Monate da. Das heißt, jetzt allmählich dürfte er auch so weit sein, dass man ihm schon die ersten Sachen wirklich schenken kann, dass er damit was anfangen kann. Und aber ich sage, das hier ist so ab 3 Monaten freigegeben. Das heißt, das wird er wahrscheinlich zu Weihnachten bekommen. Und ja, es ist, ne, wie der Name schon sagt, so ein Baby-Kuschelbuch. Also hier aus so ganz weichem Stoff. Also da kann man halt auch wirklich schon gut kuscheln. Das kann man dem Kind mit irgendwie in den Kinderwagen oder in die Wiege geben. Und ja, es ist im Prinzip wie so ein Bilderbuch aufgebaut. Das heißt, man kann dann hier aufblättern und kann sich hier halt Bilder angucken, wie der Bär spielt. Die sind dann hier auch aus so einem Stoff, der halt nicht ganz so flauschig ist wie der hier, aber den man auch noch gut anfassen kann, wo man auch schon mal dann so, ne, das Umblättern üben kann. Ich weiß natürlich nicht, ob die Kinder schon können, ob die das einfach nur greifen und irgendwie anfassen. Aber man sieht auf jeden Fall schon Motive, wie das Bärchen hier mit den Holzsteinen spielt. Oder hier, ne, wie man irgendwie isst und wie man andere Spielzeug hat. Hier in der Mitte ist auch so ein rot gepunkteter Streifen, den man sich auch noch angucken kann. Na, hier haben wir dann irgendwie Baden und Anziehen und sowas. Na, und hier am Ende dann das Kuscheln und die Waschenweise, 30 Grad Handwäsche, nicht in die Maschine, nicht irgendwie bügeln, schleudern, whatever. Und ja, das ist auch schon alles, was dieses Buch so bietet. Wie gesagt, es ist halt wirklich sehr einfach, es ist einfach ein nettes Gimmick für kleine Kinder, die halt wirklich ganz, ganz frisch auf der Welt sind. Ich habe es jetzt meinem Neffen, der wohnt ein paar Kilometer weit weg, noch nicht geschenkt. Wie gesagt, kriegt er zu Weihnachten. Da bin ich dann mal gespannt, wie er darauf reagiert. Den Rezensionen, die ich so bei Amazon zum Beispiel gelesen habe, darüber nach, kommt das ja auf jeden Fall sehr gut an und ist immer ein schönes Geschenk. Von daher hoffe ich einfach, dass er auch sehr viel Spaß damit hat. Werde dann im geschriebenen Teil nochmal die Reaktionen darauf nachreichen und ja, jetzt wisst ihr im Prinzip komplett, was ihr bekommt, wenn ihr euch dieses Buch zulegt. Und wenn ihr es auch euch selbst für euren Kleinen kauft oder als Geschenk, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß damit und sage bis bald und tschüss.